Also willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 7 Partymodus Schirmer.de von mir in den Yoshi Channel. Ja Leute, wir haben jetzt Party aufgehört bei Counting Canyon, bei dem Kampfminispiel, wo es um knapp 40 Münzen geht und da machen wir jetzt auch weiter. Ich bin wieder in den Yoshi Channel und dann schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir spielen jetzt das Minispiel Counting Canyon, oder besser gesagt Kampfminispiel. Und mal schauen, ob wir gewinnen werden. Erstmal Mario hauen. Gut, das war schon mal perfekt. Aua, das könnte schlecht werden. Schlecht werden, könnte schlecht. Wow. Ja, perfekt. So, da ausweichen. Wow. Oh, schön. Ja, da war Todd zu dumm wegzugehen. Entschuldigung, falls jemand Todd-Fan ist. Ja, ich mag Todd eigentlich auch sehr gerne. Von daher, nicht böse sein. Naja, jeder hat seine eigene Lieblingsfigur. Ups. Lol, leck. Was ein geiler Leck. Schön. Jetzt weiß ich mal nicht mehr gerade, ob die Aufnahme noch gut ist. Oh, leck. 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 Wir hatten gerade ein Leck. Ich weiß jetzt nicht auch gerade, ob das im Video drin war. Ich glaube, ich stoppe mal kurz gleich die Aufnahme, wenn ich dran bin. Und dann machen wir gleich nochmal weiter. Ach, ich stoppe am besten mal jetzt die Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, weiter geht's. Nach diesen Schnitt. Ich habe mir kurz das Video angeschaut und da war tatsächlich ein Leck drin. Naja, gut, da ich es schnell bemerkt habe. So haben wir gleich eine schöne, frische, neue Aufnahme begonnen. Jo. Und nun soll das nicht mal passieren. Ich habe das eigentlich auch noch nie gehabt, so ein Leck. Ist mir auch neu. Naja, man lernt nie aus. Jo, dann machen wir jetzt weiter. Also, das Video war gerade 1,30 Minuten lang. Na gut, habt ihr halt ein bisschen was von der Münzübergabe verpasst, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Naja. Gut, ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Da, ich schaue gleich noch mit Jonas weiterreden. Toll, da sein Film gleich zu Ende ist, ja. Ich wollte wieder mit ihm weiterreden, aus irgendwo oder immer. Naja, ich mach's halt. Aber hey, ich hab drei Parts produziert von jedem Projekt, ist auch was. Ist auch selten. Ja, werde ich die gleich noch schnell ändern und so. Ja, mal schauen, was ich so hochladen werde. Und mal gucken, wie YouTube backt. Also zurzeit ist ja YouTube so, dass YouTube sowas von rumpackt. Mein Gott, ich will den Scheiß ein bisschen einsetzen. Nein, oh, ich will doch nicht stoppen. Mein Gott, komm, wir bewegen dich jetzt. So. Also die YouTube-Bugs, die gehen so ein auf den Keks. Und was auch mal alles neu verändert wird, ey. Naja. Mal schauen, was sie noch alles umändern werden. Also ich finde, dann hätten sie noch mit dem kalten Hals dahin warten können, wenn die noch mal so viel umändern. Oh Mann. Aber ich finde, Kanaldesign sollte man noch in verschiedenen Farben machen und nicht nur schwarz-weiß. Ja, und da geht's nämlich schon los. Er ruft mich nämlich schon an, aber ich kann noch nicht, mein Lieber. Jonas, da musst du dich noch gedulden. Da muss er sich noch 10 Minuten gedulden. Naja, mache ich den Part halt ein bisschen kürzer und nicht wieder 16, 17 Minuten. Oh, nee, nicht Flug Force, ich hasse das Spiel. Ich war ja letztens gut, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, wir werden schauen. Komm, mach hin, ich hasse das Spiel eh, von daher. Irgendwie muss man Aufwind bekommen. Ja, ich weiß, toll. Ah. 94, 74, wie habe ich das damals gemacht? Ich weiß es nicht. Also ich glaube immer so ein bisschen so lala, 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 lala. Naja, zweiter. Finish! Zweiter ist auch ein guter Platz. Perfekto. Ja, weil ich noch sagen kann, wir haben jetzt ein langes Wochenende. Morgen ist frei, also Donnerstag frei, Freitag frei, Samstag frei. Ja gut, Samstag und Sonntag ist ja sowieso klar. Aber jetzt 4 Tage frei, oh, das werde ich genießen. Sowas hat man auch selten. So, beeilen. Wir wollen mit Jonas telefonieren, wir sollen nicht warten und so. Aber naja, vor euch ist es traurig und so, geht der Part schnell vorbei und so. Aber wir dann 7, 8, 9 Minuten sein, von daher. Naja.
Bei mir kommt die Musik manchmal nicht ganz rüber, aber das ist für euch ja nicht schlimm, weil ihr hört ja die Musik eh komplett. Von daher. Das ist dran, yay. Komm, Gott, mach mal was Schönes. Lass dir mal 10 Minuten Zeit für diese Kapsel, obwohl er wäre ein bisschen fies für den Part. Stell dir mal vor, 10 Minuten lang würde ich diese Kapsel fliegen. Wow. Das wäre gemein. Aber ich will jetzt nicht so schnell jetzt hier im Part beenden, also so ist es nicht. Naja, irgendwie auch ein bisschen, ja und so, naja, mal schauen. Ah ja, 5 Minuten haben wir schon. Ja. Eigentlich solche Let's Plays, wo du fast nichts, nicht viel sagen kannst, gehen bei mir ganz langsam vorbei. Aber wenn du später Let's Plays hast mit Story, also wo du was machen kannst, ja, dann wird das bestimmt der Kommentarstil anders ablaufen. So wie bei Super Mario Sunshine hat man auch gemerkt, naja. Aber ich finde es ja auch schön, dass sich die Videoqualität also ein bisschen verbessert hat. Also dass jetzt bei Mario Party 7 keine Streifen, Balken und so. Obwohl die Streifen im Video, die stören mich die ganze Zeit. Ah, die kriegt ihn nur weg. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal sagen, ob ihr die Streifen seht und ob sie euch nerven. Könnt ihr mal schreiben. Irgendeiner. Pilz lohnt sich hier. Nee. Lol, keiner da. Was ist denn für ein Scheiß? Dann nehme ich den doch. Weiß mich ja auch wieder freut, oder City spielt man heute mit. Mit Outer City habe ich auch manchmal auch so meine Probleme. Dass es einfach mal irgendwann so stecken bleibt aus Langeweile. Aber das war ja damals bei Mario Kart Wii Online so. Ja. Und jetzt hat sich's wohl gebessert. Na gut, dann war meine Schuld, dass ich über eine Stunde aufgenommen habe mit Outer City. Oh, von Nadino, warum nicht? Ja, von mir aus. Gehen wir mal nach oben. Wenn der Pfeil sagt nach oben, gehen wir doch mal nach oben. Oh, Knochenkapsel. Perfekt. Einmal Spielbrett sehen, dankeschön. Tot. Ich komme tot. Ja, einmal Würfe wollte ich ja. Und komm. Ah, 5. Alter, ich hatte schon wieder ein Leck. Hab ich gemerkt. Oder auch nicht. Der hat ein Soundleck. Kann auch sein. Yay. Boah, 10 Sterne. Sind wir gut. Leute, wir sind gut. Eigentlich macht dieses Brett meist keinen Spaß, weil der verlangweilig ist. Aber hier nicht wirklich. Ja, doch, mindestens brauchst du sehr viel. Für die Ketten und Gänge und so. Naja. Oh, schon wieder Mikro-Mini spielen. Meine Güte. Aber heutzutage hat keiner mehr Mikrofon da, ja. Also wenn du auf YouTube, glaube ich, nach mal Party 7 Let's Play schaust oder Gameplay, keine Ahnung, ich glaube Mikro. Naja, kannst vielleicht geben. Ich weiß es doch nicht. Ich meine, Mario Party gibt es eh nur sehr wenig auf YouTube. Außer wenn du jetzt den neuen Teil Mario Party 8, 9 sehr viel geben und ja. Genau. Lasst uns plötzlich spielen. Entschuldigung, da kam gerade früher rein, aber ich wusste, dass es kam und so. Naja, ihr versteht schon so. Na ja. Kennt ihr schon. Und die Uhr läuft, die Stoppuhr. Und bei uns auch die Zeit. Die Zeit läuft und läuft. Wo seht ihr, dass die Zeit läuft? Die sehe ich auch noch nicht. Wisst ihr auch noch nicht, Leute, ne? Seht ihr? Wir lernen so viel von der Welt. Wenn du weit bist, sagst los. Ja. Yes. Warum sag ich eigentlich yes? War Mario ist bisher der Beste, von daher. Los. Los. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stopp. Boah, naja. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen später sagen sollen. Egal. Hauptsache wir gewinnen. Seid ihr eigentlich auch mit dem Spiel so gut? Na gut, ihr habt das Spiel, glaube ich, vermutlich nicht. Vielleicht doch, aber... Naja, würdet ihr bei dem Spiel auch so gut sein? Also ich glaube, würde man das mit Freunden spielen oder vielleicht mit Computerspielern, die besser sind? Boah, könnte das vielleicht auch so unter 0-0 liegen, so das Limit. Vielleicht werde ich am nächsten Brett mal die Computerspieler nicht auf leicht oder normal setzen, also auf vielleicht mal extrem oder brutal. Hätte ich auch noch nie so spielt brutal. Könnte ich ja mal machen.
Ja, Controller, ich weiß, ich mach mich auch. Bowser-Zeit, yay. Meine Lieblingszeit, nicht. Zeit für deinen Auftritt. Schmidt, ich hasse dich. Siehst du, er mag keine Yoshis, ist doch ganz klar. Voll der Yoshi-Hasser. Warum? Er hat dir nichts getan. Ah. Ja gut, außer dass er dich, er begleitet Mario, Mario magst du nicht, bla bla bla, du klaust mal die Prinzessin, bla bla bla. Prinzessin kommt immer wieder zurück zu Mario, weil du eh nichts kannst, bla bla bla, man kennt die Geschichte. Außer. Man kann auch mal eine neue Story bei Mario einführen lassen, dass nicht die Prinzessin gestohlen wird, vielleicht mal. Peach vielleicht auch gestohlen wird, vielleicht aber auch mal. Dass du vielleicht mal mit Peach Camps Gameplay? Ne, das wird glaube ich scheiße sein jetzt wieder. Nee, sowas würde dumm sein. Was ich mir immer wünsche, wenn Yoshi spielt. Irgendwie sowas. Ich meine, es gab Yoshi's Story und Yoshi's Island. Aber irgendwie vielleicht nochmal ein Yoshi spielen. Wäre irgendwie cool. Wird eh nicht kommen. Schade, aber auch. Aber stell dir mal vor, von jedem Charakter gibt es ein Spiel, sagen wir mal. Von Todd gibt es ein Spiel, sagen wir mal jetzt. Shot Super Megas Adventure, keine Ahnung. Einfach mal so. Aber müsste auch cool sein, so mit jedem mal ein Adventure, ein Spiel zu haben. Soll ich den einsetzen? Nö, ich mach mal das hier. Darauf. So. Komm noch weiter. Eine schöne 10. Oh, jetzt muss ich ja wieder mit den scheiß Ketten und, ne? Nö, eigentlich nicht. Ach, ich glaube, ich mach's nicht, obwohl, dann könnte er mich holen. Obwohl, warte mal, Baby Bowser war hier oben, ne? Ne, der war woanders. Ach, der war da. Habe ich den 20? Ne, lohnt sich nicht. Ich mach einfach mal nicht. Und wer mich tot kriegt, ach, tot kann ich eh nicht bringen. Ja, ist ja alles, glaube ich, ja perfekt geplant. So, komm schon, jetzt mach deinen Zug. Sie hat nicht genug Benz, aber fragt trotzdem. Ich glaube, die wird in Länge ziehen. Naja, macht das. Warum halte ich die ganze Zeit Mikrofon in die Hand? Also jetzt nicht dazu aufnehmen, sondern das von der Gamecube. Komisch. Naja, dieses Mini-Spiel wird sein. Münzspender, yay. Immer wenn sie gelb sind, kriegt man so viele Münzen, wie man holen kann. Man darf halt nur kein Minus machen. Oh, das tolle Spiel, das liebe ich nicht. Doch, mag ich, aber egal. Immer den richtigen Knopf drücken. Na denn, komm her. Y, komm drück, Mario. Mein Gott, schlaf mir ein, ey. Och, komm, Mario, schlaf mir ein. Ich kaufe immer so lang die Computergegner, ey. Das ist unglaublich. Obwohl, ich habe es gerade auch ein bisschen lang gebraucht. Naja. So, komm, noch einmal will ich. Alter, ist das ein dummer Mario. Das hätten wir nochmal schaffen können. Naja. Egal. Naja, ich würde jetzt vorschlagen, Leute, Freunde und so weiter. Wir beenden jetzt hier den Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn es wieder ist. Let's Play Mario Party 7. Party Mode Schirmer, die von mir. Nee, ja, steht ja nur. Also, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann, sag ich. Ciao.